Sollte reichen. Hihihihi. Übrigens, ich hatte mal, glaube ich, erzählt, dass man es einzeln nacheinander abfeuern sollte. Das ist natürlich, ich hatte vergessen, dass man die stapeln kann, die Dots. Das ist natürlich nicht gänzlich richtig, sagen wir so. Es ist eigentlich schlauer, wenn man gegen einen kämpft, halt alles auf einmal. Außer ihr wollt halt den Kampf in die Länge ziehen. Ja. Weil ihr dann halt noch Mana übrig habt, eine längere Zeit. So, brauche ich gar nicht, aber mache ich einfach. Ihr da! Hier herüber! Also, wenn ihr gegen Einzelgegner kämpft, einfach alles spammen, das geht. So, bevor ich mit dem rede, werde ich erstmal allerdings hier das ganze Gebiet säubern. Weil ich glaube, wenn die. Wenn ich mit denen rede, schließen die sich mir an. Und die machen dann den Großteil des Schadens. Und wenn ich mich richtig erinnere, bekommt man keine EP, wenn die was töten. Und das geht natürlich nicht, ne? Das wissen wir ja. Diese Karte wird übrigens etwas sehr meine Multitasking-Fähigkeit erfordern wahrscheinlich. Denn ich muss mich hier von. Ich weiß nicht, wie viele Lager hier sind. Neun Lager oder so haben wir hier. Gegen uns. Das heißt, ich muss mich von neun Lagern entdecken, gleichzeitig gegen neun Lager verteidigen, während ich aufbaue. Und meine Armee nicht benutze und ja, also glaubt mir, das wird eine richtig spaßige Angelegenheit hier. Das ist so, eigentlich muss ich sagen, der Schattenhain ist die erste Karte. Ist die erste Karte, der erste Karte. Ist die erste Karte, an der man so als normaler Spieler, der keine Ahnung hat, durchaus versagen kann. Elony kann man meistens noch retten, aber der Schattenhain ist schon teilweise echt hart. Also wenn man dann nicht drauf vorbereitet ist, so direkt geht das gerne mal so richtig in die Hose. Ich hätte gern einen stärkeren Eisschlag. Der ist so schwach, Stufe 1. Das ist ja das Doofe, das ist nicht wie bei den meisten anderen Spielen, wo sich der Zauber einfach mit den Leveln verstärkt, die man da macht, sondern man muss halt einen höheren Level-Zauber extra kaufen oder eben finden. Und da ich immer zu faul zum Kaufen bin. Also wenn ich auf dem Höchstlevel dann bin und auf die letzte Karte gehe, dann werde ich mir sicherlich die besten Zauber noch kaufen, die ich haben möchte. Weil das sehe ich dann irgendwo nicht ein, dass ich mein Glück da so herausfordern soll. Ah, da ist noch eine Spinne. Upsi. So. Und da auch. Vorsicht, Gegner! Und da auch. Super. Faustschlag für 4. Oder sie schlecht mit ihrer Kugel, naja. Ja, ich habe die Angewohnheit, immer erst das Heldenmonument zu aktivieren bei solchen Karten. Das ist wesentlich sicherer. Nach Heldenmonumenten gucken sie sich nämlich nicht um. Und außerdem sind Helden sehr, sehr nützlich. Sie sind stark. Und sie eignen sich wirklich als kleine Verteidigungstruppe zu Befehl. Für den Anfang. Unverzüglich. Das mache ich nämlich Auf immer. dem Ich gehe Weg. mit meinen Helden normalerweise verteidigen. Unverzüglich. Anfangs. So die Siedlung, das geht richtig gut normalerweise. Weil die halt im Vergleich so zu den Truppen, sie sind etwas flexibler. Und so die kleinen Truppen, die immer kommen, gehen dann. Also solltet ihr jetzt so richtig große Gegner haben, die dann mit Armeen kommen, ist es natürlich nicht so sonderlich schlau. Zugegeben, aber naja. So, jetzt können wir aber mal mit Einar reden. Den werden wir übrigens noch mehrmals treffen in diesem Spiel und auch in Spellforce 2 wird man ihn treffen. Wenn es der gleiche ist, ich glaube, es war der gleiche. So, das sind Herr unsere der Holzfäller. Rune wird sofort erledigt. Das sind jetzt unsere Steinhauer und wir reden gleich, bevor ich dann wieder Herzinfarkt bekomme, weil ich auf einmal seine Fresse sehe. In Ordnung, Leute. Es ist keiner von Ihnen. Wer seid ihr? Sergeant Einar, Truppführer, zweite Schildwache und treuer Streiter des Hauses Utran. Was führt Utraner auf diese Seite des Schattenhains?
Die verzweifelte Hoffnung eines verzweifelten Kommandanten. Wir hatten Befehl, Brannigans Nachschublager anzugreifen und niederzubrennen. Doch wir hatten keine Chance. Jetzt ist der Rückweg versperrt. Und selbst wenn er frei wäre, wer könnte schon mit leeren Händen zu sterbenden Kameraden zurückkehren? Vielleicht nicht mit völlig leeren Händen. Was meint ihr? Lasst uns gemeinsam den Weg nach Schiel freikämpfen. Genau. Habt ihr nicht zugehört? Der Bergpfad, über den wir kamen, ist verschüttet. Wir sind abgeschnitten. Es gibt keinen Weg zurück. Die einzige Möglichkeit wäre über den Nordpass, um die Berge herum. Doch damit würden wir mitten durch das Herz von Brannigans Heer marschieren. Drei Lager der Schwarzen Faust halten diesen Pfad. Und? Wenn ihr Schiel erreichen wollt, müsst ihr diese Armeen zerschlagen. Wie wollt ihr das anstellen? Ich besitze die Macht der Rune. Kommt mit mir. Gemeinsam können wir es schaffen. Brachiale Kraft, mein Lieber. Ihr seid ein Narr. Aber irgendwie mag ich euch. Schätze, weil ich ein ebenso großer Narr bin. Ich mag dich auch. Nun denn, so soll es sein. Jagen wir ein paar Grünhäute. Doch wir müssen vorsichtig sein. Goblin-Späher überwachen den Pass nach Norden. Sobald diese Späher unsere Männer entdecken, werden sie ihre Lager alarmieren. Wenn unser Heer bis dahin nicht groß genug ist, werden sie uns geradewegs überrennen. Also, lasst uns gut vorbereitet sein, ehe wir den Pass durchqueren. Sollten wir uns verlieren, treffen wir uns hier wieder. Markus hier wird euch zeigen, wo ihr in dieser Gegend Monumente finden könnt. Folgt dem. Ich komme nach. So, wir laufen dem jetzt einfach mal hinterher. Wir werden uns übrigens schon gleich entdecken lassen. Eigentlich müsste ich jetzt mal gucken, zu Diensten, dass dann die... los. Oh je, Multitasking, wie gesagt. Das... Ja. Nein. Hä? Was ist das denn? So, das muss man... Arbeit. Hier muss man so ein bisschen... Multitasking beweisen, wie gesagt. Hier bin ich. Und ein bisschen bessere Übersicht, als ich sie gerade habe. Ich werde bei solchen Leveln erstmal ziemlich lange brauchen, um mich einzuspielen, aber dann geht's ab so einem bestimmten Zeitpunkt. So, das ist schon aktiviert. Das muss ich nicht mehr aktivieren. Wir werden mit dem weiteren Bauen natürlich warten. Auch mit dem Eisenabbau. Was wünschst du? Wir werden uns jetzt entdecken lassen. Wir sind ja nicht dumm, ne? Wir wollen ja die EP. Zu euren Diensten. Ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hose. Zu Befehl. Ihre Späher haben uns entdeckt. Haben sie. Sie benachrichtigen ihre Lager. Der Tanz geht los. Wer wirklich sich... Also die Karte ist wirklich nicht und ganz einfach. Also wer lieber auf Nummer sicher gehen will, lässt sich bitte nicht entdecken. Kinder, das macht ihr besser nicht zu Hause. Ach. Na okay, nicht, dass es jetzt sonderlich hart wäre. Aber... Kein Problem. Wenn man da mal... Da kann man ganz schnell mal die Kontrolle verlieren eigentlich drüber, weil... Man kann zwar mit den beiden sehr gut verteidigen, aber... ihr könntet Probleme bekommen. Wenn ihr nicht damit umgehen könnt. Und für mich ist es so jetzt... Für mich ist die hohe Disziplin hier... Ich muss es schaffen... dass ich von allen den Truppen von diesen ganzen Lagern entdeckt werde. Und glaubt mir, das ist schwerer, als es sich anhört. Denn die sind sowas von den vielen Trupps einfach vergraben und dann bekommt man das leider nicht vollständig mit. Wer dann welche nicht dann töten darf und welche nicht töten muss und welche nicht. Und ja, da muss ich dann immer prüfen und einfach zurückrennen und hoffen, dass dann alles glatt läuft. Weil ich mich natürlich von allen Lagern decken lassen möchte, auch wenn es sich wie Irrsinn anhört. Aber das ist eigentlich kein Problem, wirklich. Gar kein Problem. Zu Diensten, dann los! Wenn wir ein kleines Haupthaus haben, hole ich mir auf jeden Fall eine Sägemühle. Wir werden sehr viele Schützen brauchen. Und außerdem haben wir gar nicht so viele Bäume, dass es geht. Wir haben Tiere. Naja, jetzt haben wir hier Getreidehöfe, das heißt, die Tiere sind insofern gerettet, dass ich nur noch ihr Lebensraum zerstöre und sie dann langsam und elendig zugrunde gehen. An die Arbeit! Ja, ich weiß, das hört sich jetzt immer fies an. Aber es ist es auch. Ihr müsst es mal überlegen, so der moralische Grundsatz. Der moralische Grundsatz.
Ne? Also, das ist nicht ganz so, ne? Man muss da mal in das Gehirn der FSK vordringen und sich vorstellen, wie das für die ist. Die müssen sich solche moralischen Fragen für jedes Spiel, jeden Film, den sie bewerten. Und da sind die anders mittlerweile. Also auf jeden Fall die, die immer für diese ab 12, ab 6, ab 18 und so ein Zeug zuständig sind. Zu Befehl. Die müssen sich solche moralischen Fragen die ganze Zeit stellen. Ob sie es nun wollen oder nicht. Ja, und das für 1000 Filme, 1000 Spiele, auch wenn sie es nicht mehr wollen irgendwann. Und ja? Versetzt euch mal in die armen Schweine hinein. Da, wo war sie? Da, wo die Sägebühne. Kann man hier schön hinsetzen, passt perfekt rein. Finde ich auch richtig toll, muss ich sagen. Hier bin ich. So, Schmelze, 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 Schmelze. Der Drehkitz steht so in gewisser Weise im Weg. Ich warte, bis das da weg ist. Das kann ja irgendwo nicht angehen. Ja, Tiere blockieren leider. Das finde ich, das hätten sie beim Spiel nicht machen dürfen. Das irgendwie so wie bei Age of Empires einfach so ein Befehl, dass wenn das Gebäude gebaut wird, dass dann die verfügt halt über mich. Gebäude weggehen. Was wünscht ihr? Einfach die da drinnen stehen. Ich. Weil so ist es wirklich. Nein, Schwein, du gehst da nicht rein. Nein, Schwein, nein, nein, nein. Nein, Schwein. Das ist das Beste, was ich kriegen kann. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Dort entlang. So. Schmelze. Je. Göttlicher Zorn.